Badabadum. Das ist jetzt eine Linie, 100. Zack. Das müsste so gehen. Und hier kommt noch ein Nein, falsch. Splitter hin. Und auf dem Ding, wo ich jetzt hier stehe, genau. Jetzt wird hier langsam was hinbefördert. Okay, cool. Es dauert halt ewig, bis das hier aufgefüllt ist, ne? Ja, da macht man schon El Doctores. Unser Gebäude sieht man schon langsam wirklich von überall aus dem Map. Ja, ist doch gut Ah, so. das ist geil. Okay, jetzt haben wir 2,5. Jetzt haben wir ein halbes Ding. Zack. Zack. Halb eins und Zack. dann Zack. ein zweites. Und nehmen wir sie wieder hoch, Wumms. Eins, zwei, zwei, Eins, zwei, drei. zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, dann wieder hier eins. Wumps. Totaler Käse. Wumms. Was ist hier alles noch los? Ach. Bitte sehr, so. Okay, da haben wir eineinhalb, genau. Eins, zwei. Hier haben wir auch 2,5, beziehungsweise das zweite hier, oh, bevor wir das hier machen, nehme ich das noch hoch. Geil, 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 geil. Es geht langsam in eine Richtung, wo diese Straßen immer besser aussehen. Ich sehe gerade, Rohquarz bleibt stehen. Also wird nicht mehr produziert, weil wir kein Reservelager haben. Okay. Nein, wieder falsch. So, dann kommt das halbe Ding hier ran. Oh. Ja, ich bin ja auch doof. Nein, wieder falsch. Ein Bist du jetzt wieder bei Fuß. der Startposition, oder? Nein, ich bin in den letzten Zügen, dass ich die
Dingens, Sandlager sozusagen. Also die Materialien für das. Ja, genau. So, ich muss krieg hier hoffentlich schon 1, 2, 3. Ich hoffe, ich krieg die rein. Ein halbes kriegen wir hier, 1,5. Und dann 2,5 durch. Okay. Ich weiß, die Zeit ist schon längst vorbei, aber ja, ich möchte sie noch hinkriegen. Ja, mach nur. Ich muss hier eh noch ein Förderband hinführen. So. Ja, das ist aber toll, was ich hier baue. Immer wieder gerne. Was für ein Kack aber auch. Tastenkombis hier sind teilweise total Käse. Also für mich jetzt persönlich, wenn ich im Fast-Modus hier bin. Slow down, take it easy. Oh, und die. Die Hälfte geht dann noch hier durch, so. Zwei Komma fünf. Okay, alles klar. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Output. Und hier ein Gedingse. Ein Gedingse-Bumse. Ja, wenn du das hier sehen würdest, ich glaube, du kriegst eine Krise. Jetzt bin ich soweit. Ich habe 700 Schrauben und 140 Eisenstangen. Mit 7 Fabrikatoren kriege ich jetzt 28 Rotoren hin. Okay. Ich hol mir mal Stangen ab. Die befördert nicht nach unten, das ist das nächste Ding, ne? Ich befördere die nicht nach unten. Oh! Zwei, drei, ja, die Schrauben. Okay, muss den näher beieinander bauen. Also das Lustige ist, für Fabrikatoren, um Fabrikatoren zu bauen, brauche ich Rotoren und mit, ja, mit denen baue ich die Dinger eigentlich. 3, 4, 5, 6, toll. Der letzte verkackt mal wieder. Ist das nicht so? Meistens so. So, ich nehme mir mal Stangen aus den Fabrikatoren. So, gut. Habe ich ein paar. Gut, passt. Das wäre das nächste dann in einem weiteren Zeitalter. Das Zeug runterzuführen. Ja. Definitiv. Ich mach's mir jetzt ehrlich gesagt einfach, ne? Also bitte nicht mich terrorisieren bezüglich jetzt den ganzen Sachen, die ich hier mache, aber ich halte es echt einfach mit der ganzen Linienproduktion hier. Edel, das geht so nicht. Warum machen sie so einen Scheiß? Weil ich kann. Nein, das dürfen sie nicht. Ich bin nicht jemand, der wegen einem Auftrag irgendwie 30.000, gut, die hinten muss ich nicht bauen,
1, 2, 3, eigentlich die hätte ich unten bauen können. Computer so. Sagt nein. Wäre schön, ne? Wenn er das sagen würde, was würdest du wie würdest du reagieren, ne? Ich würde mit dem Baseballschläger sagen, jetzt sagst du aber ja. Siehste. Aktuell ziehen wir ja fast ein Gigawatt. Ein Gigawatt. Zu knapp. Eigentlich nichts. Customizer, macht man hier Asphalt, ne? So. So, dann werden wir hier. Okay, Förderbahn ist zu lang, das. So, perfekt. Nein. Oh, ich habe viel zu wenig Stahlträger dabei. Wie es einfach, wie das Gebäude von einer Seite einfach so kahl aussieht, das ist. Ich muss da ein bisschen Akzente setzen. Ach so. Ja, ich glaube. Rotoren muss, kann man ja auch weiterverarbeiten, ne? Ja, zu Statoren. Soll ich da mal. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie ich das mache. Mir wäre es fast lieber, wenn du nachher dich um Stahlbetonträger und um Stahlrohre kümmern würdest. Mhm. Na, die Kohle und Eisen jetzt noch hoch, also zwei Dinger in die Base ziehen könntest irgendwie. Ja, dafür brauche ich Stahlbetonträger für MK2. Also ich habe ja, hab ja drei Kohleadern, die noch unberührt sind. Also nicht Kohleadern, sondern Kohleförderbänder, die unberührt sind. Führen aktuell zur Base. Von dem her könntest du dich dann mal versuchen. Also wenn du die Dinger irgendwie hinbekommst, dass die da irgendwie in die Base reinkommen. Ich weiß nicht, wie du das machen willst. Ja, das ist noch eine gute Frage. Ja. Das sieht einfach. Es sieht ein bisschen scheiße aus hier auf der Welt langsam mit den ganzen Fundamenten, die da durch die Luft gehen und nach oben so. Ja. Dann müssen wir vielleicht noch uns was anderes dann überlegen, aber fürs Erste reicht's ja. Weil natürlich sieht das überhaupt nicht aus, aber was willst du machen? Weiß nicht. Jetzt für den Anfang. Ja. 4 die Minute 28. Soll ich mal. Mach mal kurz. Wie viel braucht man für. Was? Aus was wird. Wo wird Rotoren nochmal verarbeitet? Zu Statoren. Rotoren brauchst nee, du. Nee, Motor. Motor. Ein Motor braucht Statoren. Braucht Rotoren. Braucht Rotoren. Da ist immer zwei. Also eine gerade Anzahl. Grundsätzlich heißt, wir könnten eigentlich. Soll ich da 8 Stück ins Handlager führen? Und der Rest auf Halle produzieren? Was denn?
Rotoren.